Straßengütertransport per Container. Wie lässt sich der Ablauf zwischen Speditionen, Terminals, Fuhrunternehmen, aber auch Verwaltungseinrichtungen wie Zoll- und Hafenamt effizienter gestalten? Und zwar so, dass die Einstiegsschwelle für KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, besonders niedrig gelegt wird. Der Bedarf ist da, das Potenzial für Verbesserungen groß. Es gibt bisher in der Logistik, in der Containerlogistik, eigentlich nur bilaterale Abstimmungsprozesse zwischen zum Beispiel einer großen Spedition und einer großen Reederei. Die sind IT-technisch gut miteinander abgestimmt, aber es sind nicht alle Akteure drin enthalten. Und das führt dazu, dass, wenn jetzt an einer Stelle relativ weit vorne es zu einer Verspätung, einer Verzögerung kommt, ein Auftrag möglicherweise nicht erfüllt werden kann, so wie geplant, dass nachgelagerte Akteure in der Kette davon betroffen sind. Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik hat deshalb das Projekt Smart SC gestartet, mit dem Daten und Dokumente effizient und mit minimierter Fehlerquote zwischen Unternehmen ausgetauscht werden. Ein Softwaremodul überwacht die gesamte Lieferkette. Kommt es zu starken Abweichungen, irgendwann geht quasi die Ampel auf Gelb und irgendwann geht es auch auf Rot, wenn ein nachgelagerter Prozess nicht mehr erfüllt werden kann. Das macht dieses SCM-Modul und sorgt eigentlich dafür, zu überwachen, ob der Transportprozess so durchgeführt werden kann. Smart SC macht Lieferprozesse zuverlässiger, steuert intelligenter den Verkehr, verbessert die Auslastung von Terminalkapazitäten, Ladungs- und Verkehrsträgern, verringert Leerfahrten und hilft so auch bei der Reduzierung des Schadstoffausstoßes. Die Voraussetzung dafür, je mehr KMUs als Projektpartner mitmachen, desto besser für alle. Wenn Sie jetzt sich jedoch an ein solches flexibles System anschließen, dann sagen Sie, haben Sie quasi den Standard schon mal erfüllt, können aber, ich sag mal, über einen längeren Zeitraum mit möglicherweise unterschiedlichen Partnern interagieren, die dann auch an das System angeschlossen sind. Das heißt, dort haben Sie eine vertragliche höhere Flexibilität.